Marcellini, man geht im Viertelfinale raus gegen Kanada. 3 zu 7 ist das Resultat. Und was vor allem bitter ist, im ersten Drittel, da hat man so gut können mitheben, aber dann ist das vernichtende Zweite gekommen. Wie hast du die Partie gesehen? Ja, wie du schon angesprochen hast, wir sind gut im Match reingekommen, haben ein solides erstes Drittel gehabt, wo wir am Anfang ein bisschen nervös sind, aber so länger das Spiel gegangen ist, umso mehr Plays haben wir gemacht. Wir haben wirklich mutig gegen Führung gespielt, sind näher bei den Leuten und haben mit der Zone vor allem recht gut zurückgekommen. Dann ist halt das zweite Drittel gekommen, wo wir ein frühes Goal bekommen. Eigentlich aus einer nicht so zwingenden Situation. Und dann haben wir die Mittelzone zu fest aufgemacht und die sind so wie ein Zug durch die Mittelzone gekommen und haben einfach ihre Chancen eiskalt ausgenutzt. Mega schade. Wir haben versucht, drin zu bleiben im Match. Das bin ich der Meinung, ist uns auch gut gelungen. Wir haben immer dann wieder uns können fangen und haben wieder eine bekommen. Hat uns immer wieder ein bisschen zurückgerührt. Ich finde aber, die Mannschaft hat unglaublich viel Charakter gezeigt und man hat gesehen, wir haben gegen das Kanada wirklich mitgespielt und Plays gemacht, offensive Aktionen. Also, das habe ich so von einer U18-Mannschaft bis jetzt noch nicht gesehen gegen Kanada. Das, ja, das stimmt natürlich sehr zuversichtlich für die Zukunft, weil ich bin natürlich auch enttäuscht von dem Resultat, weil die Mannschaft hat wirklich großes Potenzial. Aber es ist tough learning, USA und dann Kanada jetzt. Wir haben Lehrgeld müssen zahlen und jetzt nehmen wir Learnings draus und werden noch besser. Ja, das ist eigentlich in einer Antwort schon fast alles gesagt, aber ich will gleich noch ansprechen, die Top-Linie der Kanadier. Aus meiner Sicht ist eigentlich wirklich nur die eine Linie um den Macklin Celebrini die gewesen, die den Unterschied gemacht hat, weil mit allen anderen kanadischen Linien haben wir eigentlich können mitheben. Wie bitter ist es, dass eine Linie einfach wirklich zwei oder drei Schuhnummern noch mal grösser ist, als der Schweizer U18 Nazi? Ja, du, was soll ich dazu sagen? Also, klar ist das eine unglaubliche Linie. Und mit einem fantastischen Skill-Level. Und ja, die Chance haben, dann blocken sie nicht lang. Und man hat gesehen, was Topspieler auf U18 Stufe können. Und wie gross das der Gap gleich noch ist. Und ja. Ja. Ja, aber Gut, trotzdem, gute Linie. ja, definitiv. Ich bin dann gespannt, wie es dann noch weiter ausgeht im weiteren Verlauf von dem Turnier. Aber eben aus Schweizer Sicht, man kann gleich sehr, sehr viel Positives mitnehmen, oder? Und vor allem auch, du hast es gesagt, während dem Turnier ist eigentlich jedes Spiel besser geworden. Man konnte lernen in jedem Match. Was hast du das Gefühl, wie viele Steps haben die Spieler jetzt einfach wegen dem Heimturnier, wegen der U18-WM können machen für sich persönlich, für ihre weitere Eishockey-Zukunft? Ja, das ist, so Matches sind unglaublich wichtig. Also, die Erfolge sind unbezahlbar. Wenn man auf dem Level kann spielen gegen die Besten von der Welt, das ist einfach, da siehst du, wo du stehst und an was musst du arbeiten. Und die Spieler kommen das auch mit über und die werden nur profitieren von so Erfahrungen. Das ist klar. Und dementsprechend auch besser werden. Also, es sind enorm wichtig, so Spiel für die Jungs. Sie sind sich der Rhythmus und die Pace natürlich nicht gewöhnt. Aber wenn ich sehe, wie Anfangsjahr unterwegs sie sind und dann durch die Jahre immer wieder besser geworden sind und dann wieder WM, der Speed, das Tempo, nochmal das Zweikampfhalten ist besser geworden. Mehr Mut mit den Scheiben und es ist so viel gegangen in so kurzer Zeit. Also von dem her, eine unglaubliche Steigerung und Performance für die Jungs. Und es hat ihnen alles abverlangt, die paar Wochen, wo wir jetzt zusammen sind. Ja, schade ist es zu Ende, aber es ist gleich cool gewesen, die U18 Nazi gesehen. Danke vielmal Marcelino und natürlich alles Gute für deine weitere Trainerkarriere. Danke vielmal. Vielen Dank, danke neu, merci vielmals, tschüss.